Offizieller Auftakt der Schweriner Wissenschaftswoche am Montag in der IHK zu Schwerin. Eigentlich hat das akademische Ereignis nicht mit der Eröffnungsrede der Oberbürgermeisterin begonnen, sondern schon am Wochenende mit der ersten Durchführung der Nacht des Wissens. Wissenschaft lebt von Innovationen. Genau diese würdigen die Stadtwerke Schwerin mit der Vergabe des Innovationspreises. In diesem Jahr wurden 3 Nachwuchsakademikerinnen ausgezeichnet. Christine Bischoff von der Fachhochschule des Mittelstandes, Doreen Danneberg von der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und Charlotte Cordon von der Hochschule Wismar. So unterschiedlich auch die Themen der Arbeiten waren. Alle 3 Thesen fielen durch eine hohe Theorie-Praxis-Vernetzung auf. Häufig haben wir dann auch teilweise sehr interessante Themen, die durchaus die Wirtschaftsentwicklung von Schwerin auch ein bisschen vorausschauen. Zum Beispiel heute das Thema mit einem Hotel für behinderte Menschen. Das Thema Gebäudeentwicklung, Entwicklungsgebäudebestandes. Gerade in Schwerin ist das ja momentan ein Thema, wo noch Zeichen zu setzen sind. Das ist einfach zufällig das, was dieses Jahr dort an Themen präsentiert wurde. Und ich glaube, dass wir natürlich durch die Arbeit der Studenten eigentlich ganz kurzfristig und ganz hautnah an Experten müssen kommen, dass wir dann möglichst versuchen, auch umzusetzen. Das Thema der Wissenschaftswoche lautet Zukunftsstadt. Viele Impulse gab der Festvortrag von Thorsten Seemann von der Siemens AG Nord, der in seinen Ausführungen auf die Megatrends der Zukunft hinwies. Besonders in den Bereichen Energieversorgung und Mobilität lägen die größten Herausforderungen. Mehr zur Wissenschaftswoche, die noch bis Freitag läuft, erfahren Sie unter www.schweriner-wissenschaftswoche.de.